Hi und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, heute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos. Alles klar, Doppelpiece. Heute hier die Aktion vom Schrauberbier. Spendenaktion von Oberhausen nach Münster. Wir fahren zusammen mit dem lieben Tourensohn. Ich bin natürlich dabei, noch ein paar andere YouTuber. Die verlinke ich euch gleich alle nochmal unten in der Infobox. Ja, ich bewege mich so ein bisschen in der Menge. Ich versuche es zumindest. Nehme ein paar geile Bikes mit. Ihr dürft mit dabei sein und ich hoffe auf eine richtig geile Tour. Das Wetter spielt auf jeden Fall mit und bis gleich nach dem Intro. Leute, ich glaube, jetzt geht es so langsam los. Wir stehen jetzt hier gerade in der Autobahnauffahrt. Haben wir ja den Verkehr lahmgelegt. Und jetzt geht die ganze Geschichte los von Oberhausen Richtung Münster. Freunde, richtig geile Truppe heute und auch mal schön zu sehen, dass ein paar Mädels auf dem Bike sitzen. Ein paar Japaner sind natürlich auch wieder dabei. Vor mir fährt der Dominik, den kennt man ja auch aus der ein oder anderen Ausfahrt von mir. Jetzt geht es Richtung Münster, da wird der Spendencheck überreicht und ja, mal gucken, was hier gleich so passiert. Ich hoffe, die Autofahrer haben ein bisschen Nachsicht mit uns, mit dieser großen Truppe von Bikes. Auch mal eine schöne Iron hier zu meiner Rechten. Tourensohn höchstpersönlich. Also wer ihn noch nicht kennt, ihr solltet dringendst seinen Kanal abonnieren, das Video liken. Er wird wahrscheinlich zu dieser Aktion auch ein Video hochladen, ein separates. Der ist auch, glaube ich, ein bisschen mehr involviert in der ganzen Spendenaktion. Der ist halt mit dem Chef vom Schrauberbier ziemlich dicke. Die haben das Ganze so zusammen, glaube ich, eingestielt. Bin mir da nicht ganz so sicher, aber er wird wahrscheinlich auch sein Video zu der ganzen Sache abgeben und demnächst hochladen. Und ja, sein Kanal ist auf jeden Fall ein Abo wert. Verlinke ich euch gerne in der Infobox und ja, zieht ihn euch mal rein. Macht auf jeden Fall 1A Videos, hat auch eine sehr schöne Maschine. Zwar nicht so schön wie meine Sporty, knickknack, aber auf jeden Fall eine richtig geile Harley. Richtig geil. Und schön laut. So. Und nach knapp einer halben Stunde machen wir jetzt den ersten Zwischenstopp. Vielleicht will der ein oder andere mal tanken. Es ging ein bisschen chaotisch zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das bleibt bei so einer großen Gruppe gar nicht aus.
Leute, erster Zwischenstopp. Ja, es tut immer mehr ein. Der eine oder andere ist gerade dran. Richtig geile Maschine heute unterwegs. Auf der Autobahn. Sehr chaotisch. Aber bis jetzt sind alle heil. So, und ab geht die Sause. Wir haben jetzt gerade nochmal durchgezählt. Wir sind insgesamt 54 Bikes. Bunt gemischte Truppe, alles dabei. Aber auch, ja, ich sag mal 80% Harleys. Und jetzt geht's weiter nach dem ersten Stop. Und wir hoffen mal auf eine unfallfreie Fahrt, dass wir alle in einem Stück ankommen in Münster. Ja, meine Freunde, wir sind jetzt in Münster angekommen. Vor mir die beiden Bikes aus dem hohen Norden sogar. Bis hier runter in den Ruhrport bzw. ins Münsterland. Auf Instagram, glaube ich, sind die beiden sehr bekannt. Die haben sich natürlich auch nicht lumpen lassen und machen hier bei der ganzen Sache mit. Hier geht es um, ja, hier geht es halt um den guten Zweck. Wie gesagt, Schrauberbier. Die Aktion läuft noch bis zum 1.8. und es geht im Prinzip um das Schrauberbier. Und der Erlös bzw. die gesamten Einnahmen vom Verkauf des Bieres gehen quasi in Herzenswünsche e.V. Das Ganze ist eine Aktion, ja, da geht es im Prinzip um Kinder, die im Sterben liegen. Denen wird nochmal der letzte Wunsch erfüllt und ist eine super Sache. Ich sag mal, wer selber Kinder hat und die gesund sind, der weiß ganz genau, wie wertvoll das Leben ist und ja, wie wertvoll es ist, ein gesundes Kind zu haben. Und deswegen ist es echt eine geile Nummer, dass man jetzt Kindern, denen es halt nicht so gesundheitlich gut geht, ja, einen Wunsch erfüllt. Den letzten Wunsch im Prinzip. Ihr könnt natürlich jederzeit noch das Bier ordern. Die Aktion läuft, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, bis zum 1.8. Nur diese Übergabe, die ging. Ich hatte vorhin schon mal mit dem Veranstalter gesprochen, von dem Schrauberbier. Es ging halt zeitlich nicht anders wie heute, weil ja, da müssen verschiedene Organisationen mitspielen, die Stadt muss mitspielen und das Hospiz, wo wir jetzt hinfahren, die haben jetzt auch nicht immer alle Zeit, die Verantwortlichen, und heute war halt so ein Tag, wo es ging. Ja, Petrus hat natürlich auch noch mitgemacht und uns schönes Wetter beschert. Alles in allem super Sache. Es kam jetzt auch noch zu keinem Unfall oder dergleichen und das ist doch mal schön. Bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie viel ich jetzt von der Fahrt mitnehmen konnte. Ja, das muss ich dann nachher auswerten. Denn ich weiß, wir sind über die Autobahn gefahren und ab einer gewissen Geschwindigkeit spielt da auch mein Mikrofon nicht mehr mit. Das hat dann Störgeräusche und das bringt dann auch nichts, das dann euch zu präsentieren. Das hört sich einfach nur kacke an. Aber ich werde da schon was Schönes zusammenschneiden. In der Stadt natürlich wieder Chaos und Gott sei Dank haben wir hier erfahrene Blocker, die bei der ganzen Geschichte mitspielen und uns quasi den Rücken frei halten. Das ist bei so einer Größe unabdinglich.
neben mir der gute Sakratas. Das ist ein geiler Lacksatz auf jeden Fall von 2K. Die machen für Kero Bikes. Neben mir der Dominik, der hat auch von denen den Lacksatz. Beide auf jeden Fall sehr bekannt, auch auf Instagram. Da bin ich noch eine ganz kleine Nummer mit meinen 800 Abonnenten oder Followern oder wie man es sagt. Aber man kennt sich halt untereinander und es ist einfach eine richtig heftige Community. Hier ist auf jeden Fall was los. Ja, Münster hat heute Verkehrsprobleme. Das ist einfach nur zu heftig. Das ist einfach nur zu heftig. Aber ich bin ja auch echt ein Fan von diesen Deluxe Softail Heritage Deluxe Modellen. Schatz, wenn du auch das Video gerade guckst, ich brauche mehr Taschengeld. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier angekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das hier weiterläuft mit der Übergabe. Das wird sich jetzt gleich zeigen. Hier sind auf jeden Fall nochmal, ja, diesmal alle gesittet am Parken. Und das ist doch mal ein schönes Bild, oder? Das ist doch mal ein schönes Bild. So, Freunde von Schrauberbier, wie ihr gesehen habt, heute fantastischer Charity Run nach Herzenswünsche. Ich bin völlig überwältigt, sprachlos, stolz eigentlich auch. Ich möchte an dieser Stelle allen, jeden Einzelnen, der dabei war heute, uns begleitet hat hier nach Münster, zu Herzenswünsche Danke sagen. Aus tiefstem Herzen, fantastische Sache, besser hätte man nicht machen können. Wie gesagt, von mir aus gibt es da nicht viel Worte zu finden, außer wirklich ganz doll Danke zu sagen an jeden Einzelnen, die wir jetzt bei Herzenswünsche stehen. Und auch mit dem Micha vom Hotel Toskana, die die ganze Sache nicht nur ein bisschen angeschubst haben, die Sache zu einem unglaublichen Projekt gemacht haben, die uns da supportet und von Anfang an dabei waren und die Sache gepusht haben. Ich bin sehr, sehr stolz, dass diese Community immer weiter wächst und ich freue mich jetzt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, sonst kann ich gleich nicht mehr sprechen. Mit besonderem Stolz an Dank an euch alle und stellvertretend natürlich für euch alle den ersten Check von 3.500 Euro an Herzenswünsche zu übergeben. Weitere Zahlungen sind unterwegs, die Aktion wird nicht abreißen und wir sind weiter natürlich für die Kinder da und wir werden noch viele, viele tolle Projekte für die Kids machen und ich hoffe, ihr seid dabei und aus tiefstem Herzen danke nochmal und hiermit überreiche ich dann den Check an die Herzenswünsche Verantwortlichen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank. Die Kinderaugen, die damit funkeln können, sind unbezahlbar. Einfach mal eine Kiste Bier zu trinken und damit Gutes zu tun, ich denke, das geht in Ordnung. Bleibt dran, in Kürze kommt der Film des ganzen Runs und ich verabschiede mich jetzt von euch und wünsche euch noch viel Spaß, fahrt vorsichtig, kommt gesund nach Hause und bleibt dem Projekt treu. Danke. Zu sehen, was Sie alle hier zusammen auf die Beine gestellt haben. Und ja, wir von Herzenswünsche, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Es ist wirklich heute die erste offizielle Spendenübergabe mal wieder nach Corona-Zeiten. Corona war für uns alle doch ein ganz bitteres, eine bittere Erfahrung, weil wir gar nicht unser eigentliches Tagesgeschäft
in den Kliniken mit den Kindern erfüllen konnten. Und es ist vieles auf der Strecke geblieben. Und wir sind jetzt so dankbar dafür, dass wir jetzt im Grunde genommen wieder durchstarten können, dass wir die Öffnung haben. Und wenn man das sieht heute, ja, wir sind einfach geflasht, sag ich mal. Ganz herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der also was dazu beigetragen hat, dass sie an uns denken. Und wir werden es sicherlich in gute Hände an die Kinder weitergeben und werden natürlich auch die schönen Fotos, die wir haben, auf unsere Webseite setzen. Und nochmals ganz herzlichen Dank, ganz viel Spaß bei Ihrer geplanten Party und für alle Aktionen, wie es weitergeht. Wir werden Sie weiter im Auge behalten. Ich verabschiede mich jetzt mit diesen Worten, die jetzt gerade gesprochen wurden. Ich glaube, ich muss da nicht mehr viel zu sagen. Leute, ihr könnt immer noch das Bier bestellen. Es wird immer noch gespendet. Die ganze Aktion läuft bis zum 1.8. Kauft so viel Bier, ihr trinken könnt. Und noch ein bisschen mehr. Ihr habt ja auch noch Freunde. Es kommen noch Geburtstage. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und ciao.